Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Um später mehr Früchte ernten zu können, werden die Tomaten ab Mitte März im Haus vorgezogen. Mitte Mai, wenn die Eisheiligen vorbei sind, setzt ihr die Pflanzen ins Beet oder ins Gewächshaus. Aber Achtung, ein entscheidender Fehler kann die Pflanzen so schwer schaden, dass sie eingehen. In diesem Video zeigen wir euch, was ihr bei der Auspflanzung beachten solltet, damit die Tomaten anschließend gut gedeihen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Nach der Voranzucht werden die Tomaten ins Beet oder ins Gewächshaus gepflanzt. Diese Umstellung ist für die Jungpflanze so groß, dass sie davon Schäden erleiden kann oder sogar eingehen könnte. Mehrere Faktoren können die Tomate belasten. Temperatur. Im heimischen Wohnraum ist die Tomate zwischen 18 und 21 Grad Celsius gewohnt. Mitte Mai können die Außentemperaturen jedoch unter 10 Grad Celsius fallen. Dieser starke Temperaturwechsel führt bei den Pflanzen zu einem vorübergehenden Wachstumsstopp. Wind. Im Innenbereich weht kein laues Lüftchen, während es draußen stürmisch zugehen kann. Bei zu starkem Wind kann die Jungpflanze abbrechen und ihre Zellstrukturen nicht gefestigt sind. Sonne. Das häufigste Problem ist die Sonne, wenn die Tomate von heute auf morgen ins Beet gesetzt wird. Da die Pflanzen nur gefiltertes Licht durch das Fenster oder von einer Pflanzenlampe gewöhnt sind, kann die Sonne die Blätter bis hin zur ganzen Pflanze verbrennen. Woran ihr einen Sonnenbrand bei Tomaten erkennt, haben wir euch letztens gezeigt. Den Link zu dem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Auspflanzen der vorgezogenen Tomaten kann also ohne Vorbereitung größere Schäden verursachen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch ein bis zwei Wochen Zeit nehmt, um die Tomaten abzuhärten. Ideal ist der Start zur Abhärtung Anfang Mai. So können die Pflanzen nach den Eisheiligen eingepflanzt werden. Stellt sie am ersten Tag die Tomate für ungefähr eine Stunde in einen schattigen Platz. Das kann in der Nähe der Hauswand oder einer Hecke sein. Achtet darauf, dass sie beim Wandern der Sonne die Pflanze sich weiterhin in Schatten befindet. Am nächsten Tag stellt ihr die Tomaten für zwei Stunden in den Schatten, bevor ihr sie wieder ins Haus holt. Am dritten Tag wird auf drei Stunden verlängert. Zehn Minuten lasst ihr der Pflanze, damit auch an der Sonne, ein kleines Plätzchen, damit sie sich langsam daran gewöhnt. Mit jedem Tag wird die Zeit im Schatten und der Sonne verlängert. Besonders um die Eisheiligen können die Temperaturen unter 0 Grad fallen. Achtet darauf und lasst die Pflanzen zu dieser Zeit nicht draußen stehen, da sie den Frost nicht vertragen. Auch mit Abhärtung benötigt die Pflanze einige Tage Zeit, um sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen und ihre Wurzeln auszubreiten. Unterstützen könnt ihr sie, indem ihr Dünger oder Brennnesseln mit ins Pflanzloch gebt. So wird sie zusätzlich mit Nährstoffen versorgt, welche ihren, ihnen Kraft für das Wachstum gibt. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.